Ein herzliches Willkommen und hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play die Siedler. Willkommen zurück in Siedlhausen. So, wir sind soweit, dass wir hier unsere Städtchen so, soweit aufgebaut haben. Wir müssen jetzt noch zwei Sicheln produzieren. Ansonsten läuft aber jetzt soweit alles. Wir haben jetzt auch so die Waffenproduktion haben wir jetzt noch ein bisschen aufgepeppt. Das heißt, da sollte in nächster Zeit dann auch noch ein bisschen mehr passieren. So, dann setzen wir mal hier oben hin. Und wir sind hier schon fröhlich am Einnehmen. Ich finde, es geht überraschend einfach, muss ich sagen. Gerade. Wir rauschen hier so mit unserer Startarmee so ein bisschen hier durch. Oh, nach dieser Turm ist besetzt. Auch voll besetzt sogar. Übrigens können die Türme nicht so viel machen. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich außer so ein bisschen ausharren, beziehungsweise außer erweitern unserer Basis nicht so viel zu tun. Momentan, oh. Das hier ist ganz blöd platziert. Das ballern wir mal direkt wieder weg. Und dafür tun wir was. Häuslein mal woanders hinstellen, zwar dahin, weil da kommt ja unser Weinberg hin. Das war ganz blöd, das dahin zu stellen. So, hier sind sie schon in den Bogenschützen dran, perfekt. Und gibt es, es gab doch auch die Möglichkeit, ein Lazarett zu bauen, oder nicht? Oder kam das erst später? Lazarett, da haben wir es doch. So, und dem geben wir mal sehr hohe Priorität, weil dann können wir uns viele unserer Soldaten sparen. Später zumindest, jetzt greifen wir erstmal mit denen weiter an, weil da viele schon ziemlich hoher sind. Wir hoffen einfach mal, dass hier nicht mehr so viele große Türme kommen. Sondern eher noch auf ein paar kleinere, die schnell erobert sind. Zumal da unten ist ja auch nur ein kleiner. Vielleicht geht das ja hier weiter. Ja, da ist doch auch noch ein kleiner, das ist doch sehr schön. Die sind nämlich relativ schnell erobert. Und auch ansonsten, da wird schon so, hier haben wir schon mal den Turm ober, der ist noch ein großer Turm, der ist allerdings nur mit zwei Nahkämpfern besetzt. So, unsere Männer sind jetzt auch so ziemlich ausgebrannt. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder Nachschub. Und der wird ja auch schon hier ausgebildet, sehe ich. Und die bleiben mal hier unten. Die restlichen dürfen den mal verfolgen. Weiß zwar nicht so ganz, wo er jetzt hin möchte, aber vielleicht haben sie hier oben irgendwo einen neuen Turm gebaut. Na, da haben sie es doch schon. Gut, dann nehmen wir halt hier noch die Türme ein erstmal. Ach, die wollten wahrscheinlich zur Verstärkung oder sowas nach da oben. Wie auch immer. Hat sich jetzt. Das mit dem Lazarett, das ernsten wir ehrlich gesagt mal wieder. Das dauert einfach zu lange, bis sie da komplett hin sind. Da haben wir schon 100.000 neue Soldaten ausgebildet. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe zwischendurch nicht nach einem Ingame-Sound geschaut. Wie der ist. Der zu laut ist. Es tut mir sehr leid, falls er jetzt immer noch zu laut ist. Das werde ich dann vor der Aufnahme der nächsten Folge auf jeden Fall tun. So, was gibt es noch hier? Zu machen eigentlich gerade nicht so viel. Unsere
Anlagen haben wir eigentlich ein Wasserwerk? Das muss ich auch kommen. Wir haben nämlich gar nicht geschaut. Wasser, Wasser, Wasser. Natürlich haben wir kein Wasserwerk. Dann kann das ja auch nichts werden. So, das setzen wir mal. Setzen wir mal hier unten hin. Zack. So, das haben wir eingenommen. Sehr gut. Ja, dann fehlt ja da oben nicht mehr so viel. Haben wir das ja auch gleich geschafft. So, hier die drei Soldaten. Waren doch eigentlich drei. Seltsam. Jetzt nochmal hier unten mit dazu. Und mit denen holen wir uns jetzt noch hier hoffentlich hier den letzten Turm. Ja, vielleicht auch nur den vorletzten. Schlecht abzuschätzen. Dann ist die Hälfte praktisch, ja, fast die Hälfte schon eingenommen. Ja, sieht aber so aus, als würde es hier noch einen geben, zumindest von der Form der Grenzen. Ja, da gibt es noch einen, aber den müssen wir mit den Vieren trotzdem noch eingenommen bekommen. Außer es ist wieder ein großer Turm, der mit ein paar mehr Leuten besetzt ist. Dann wird es schwierig. Schauen wir mal. Jetzt ist nur ein kleiner Turm, glücklicherweise. Wollt ihr den noch einnehmen oder eher keine Lust heute? Na doch, geht doch. Gut, dann ist das schon mal eingenommen. Dann können die jetzt auch mit nach da unten. Und hier wird weiter das Wohnhaus gebaut, fehlt nur noch der Stein. Hier können wir jetzt mal zwei Sensen in Auftrag geben. Zack. Und hier setzen wir mal die Priorisierung. Das ist die Priorität und dann bauen wir aber auch schon mal das nächste Wohnhaus. Weil jetzt jede Menge Platz hier. So, ja. Ich würde sagen, die lassen wir mal zum Grenzschutz da. Mit denen fangen wir dann mal hier unten an. Anzugreifen. Würde ich mal sagen. Dass denen jetzt auch so ein bisschen mal in der Industrie wehtut. Zack, eingenommen. Frage, wo ist der nächste Turm? Ah, jetzt kommen sie aber schon mit besser ausgebildeten Soldaten. Und da ist wieder was Großes. Da ist wieder eine Burg. Oh, 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 oh. Da brauchen wir dann wieder ein paar mehr Leute. So, wie sieht es eigentlich aus mit Gold? Gold ist voll, das heißt, wir müssen auch mal ein Lager bauen, wo nur Gold reinkommt. Damit das hier weitergeht. So, hier, das wird unser Goldlager. Einstellungen. Quatsch. Ach Gott, wie war das denn noch? Nee, das konnte man auch hier irgendwo einstellen. Genau hier. Lagerstopp. Über Lagerstopp. Ist doch beim Gold. So, hier das Wohnhaus ist auch gleich fertig. Dann geht das hier auch ein bisschen weiter.
Sehr gut. Also Lager braucht nur noch zwei Steine, dann ist das auch schon durch. Weil dann kann hier oben auch unsere Goldschmelze, da wovon wir übrigens auch mal eine zweite bauen. Kann noch ein bisschen mehr arbeiten. Und wir müssen auch an der Rohstoffverteilung von Kohle ein bisschen drehen, weil die Goldschmelze soll da so ein bisschen am wenigsten bekommen und Waffenschmiede, Eisenschmelze gleichberechtigt. Das passt dann nämlich jetzt. Gut. What else? Nix eigentlich. Hier müsste jetzt bald auch der erste Wein fertig sein. Fällt mir gerade mal so auf. Hatten wir denn das zweite Teil hingebaut? Da, genau. Ja, der pflanzt da noch fröhlich an. Ja, also diese Festung einzunehmen wäre auf jeden Fall wieder ein großer Schlag gegen unseren Feind. Denn da steckt auf jeden Fall eine Menge. Was sind das hier eigentlich für ein Louis? Ist er fast sonst, würde ich sagen. Nee, ist gar. Ach, der holt hier das Wasser. Weil wir noch kein Wasserwerk hatten. Ja. Ist ja gut, dass wir bald eins haben. Frag mich, warum der Steintransport immer so lange dauert. Jetzt mal Stein über Holz. Ob das dann schneller geht. Ziel ist es eigentlich, dazu so zu enden, dass die immer Männlein vor den Häusern stehen. Das ist ja momentan leider noch nicht der Fall. Aber das Haus ist dann schon so weit fertig. Das heißt, jetzt fangen wir an, hier die großen Wohnhäuser zu bauen. Weil sonst brauchen wir halt nichts mehr. Alles andere ist schon in Auftrag. Wird auch schon fertiggestellt. Ja, dann bauen wir große Wohnhäuser, ne? Läuft. Würde ich sagen. Da fehlt noch immer noch eine Sense. So, weil der hier noch nicht gebaut hat, wahrscheinlich. Jawohl. Das wird aber bald, schätze ich mal, erledigt sein. Was ist denn mit die? Ach so, der ist neu, deswegen besetzt er da noch mit rein. Alles klar. Alles gut. Ja, Lager fertig. Nur Gold darf eingelagert werden. Das nächste mittlere Wohnhaus ist gleich fertig. Wie gesagt, es gibt eigentlich sonst nicht mehr großartig viel zu tun. Klar, wir können das Ganze jetzt halt noch weiter ausbauen. Aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wozu? Ja, ich glaube, man muss mal gucken, wenn die Trägerkapazität erschöpft ist, beziehungsweise wirklich für alles Träger haben, wie dann so die Rohstoffverteilung ist. Ob wir dann Rohstoffe zu viel haben, die wir noch verarbeiten können, ob wir was zu wenig haben, was wir noch verarbeiten müssen, oder ob es anders aussieht.
Ja, aber da gucken wir jetzt einfach mal. Was sind auf dem besten Weg dahin? Da gucken wir einfach nochmal, wenn es soweit ist. Wenn die hier unten fertig sind, die Häuser, dann sieht das nämlich auch nochmal ganz anders aus. Ich glaube aber, ich baue noch ein zweites Wasserwerk, oder? Ich glaube nicht, dass der genug Wasser für 4 Gebäude produziert. Gucken wir nochmal. Wasserwerk. Aber das zählt nicht als Fluss. Muss hier schon eher hier oben sein. Zack. Da. Na gut. Wie gesagt, Wasser war jetzt hier noch der limitierende Faktor, das kommt jetzt so langsam nach. Dann ist das auch kein Problem mehr. Hier war die Kohle das Problem. Allerdings ist das jetzt auch nicht mehr. Wein haben wir auch genug. Ja, wie gesagt, es läuft alles. Es lüft, es lüft. In den Gebäuden wird auch fleißig gearbeitet. Ja, wie gesagt, kann man momentan nicht so viel machen, außer so ein bisschen abwarten. Abwarten und Tee trinken. Mittlerweile müsste auch unsere letzte Farm besetzt sein. Ja, sehr schön. Guck mal an. Passt doch alles. Zwei neue Soldaten für die Front. Da kann man jetzt gerade nicht meckern. Du brauchst noch 13 Steine. Dann ist das auch durch. Wir haben halt noch so viel Stein. Also brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Da oben, guck mal, hier liegt noch 1,5 Stacks. Hier ist noch ein Stack. Jeder Kollege hat noch hier Licht, noch Tonnen gefühlt. Also da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Dass hier was nicht fertig werden könnte, wir machen aber hier mal bei dem Priorität, dass das Haus auf jeden Fall zuerst fertiggestellt wird. Das ist eine Ecke besser. Wieder nach da unten die Soldaten. Das sind wieder die Momente, wo ich immer so ein bisschen geneigt bin, den Speed-Up-Button zu drücken, weil das ansonsten eine relativ langweilige Folge ist. Aber dafür wurde ich ja geschältet beim letzten Mal oder bei den letzten Malen. Deswegen lasse ich das jetzt mal und lasse mal ganz normal weiterlaufen. Mal es hier ja auch immer wieder immer mehr an Tempo zunimmt. So, hier fehlen auch nur noch 5 Steine, dann ist das Ding auch fertig. Fertig gezimmert. Und dann gibt es 100 neue Träger.
So, und hier ist jetzt auch stetig neue Soldaten. Bin sogar geneigt, hier vorne das Dingens hinzubauen. Eine Kaserne. Dass die Soldaten immer da vorne entstehen, dass ich die nicht einmal und da immer wieder nach da vorne schicken muss. Das werde ich mal tun. Sobald das Haus hier fertig ist, setze ich da auch die Priorität. Oh, ja, nur noch zwei Steine, die kommen da auch schon. Aber wie gesagt, sobald das Haus fertig ist, setze ich da mal Priorität und dann schauen wir mal, dass wir da vorne eine Kaserne hinbekommen. Dann doch ein bisschen angenehmer, als ständig die Leute da vorne hinzuschicken. So, erste Aufwertung ist auch schon raus. Sehr gut. Als die Armee wächst und wächst. Momentan ist hier noch das Essen so ein bisschen die Limitation bei den Minen. Ich denke, wenn da wirklich regelmäßig Essen kommt, dann kommt da auch deutlich mehr. Und dann sieht man jetzt hier so langsam. Na, mal gucken, eventuell stocke ich hier sogar auch nochmal die Essensproduktion auf. Das muss man überlegen. Gut, das Haus ist fertig. Ich würde sagen, ich mache wieder ein kleines Päuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch fürs Video. Gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Die Siedler 3 mit mir, dem Nature. Macht's gut.